ein ganz tierisches Holo-Erlebnis. Genau, wir sind heute in Breitenstein bei Mario, bei Lauf meine kleinen Wölfe. Genau, wir besuchen mal die Huskies hier und schauen, was wir alles hier heute erleben können und was der Mario so anbietet. Genau, los geht's. Ach, jetzt kommt der Alex. Jetzt wollte alle lieber haben. Du bist echt ein Küsser. Ich bin der Mario. Ich komme hier aus Schwäbisch Hall Breitenstein. Und ich habe 10 Huskies und bei mir kann man ja, Husky-Erlebnisse buchen, von Husky-Wandertouren bis auch Schlitten, Gespannfahrten, Kindergeburtstage und auch Running-Touren. Ja. Und wie lange machst du das schon? Anbieten tue ich das tatsächlich jetzt seit 2 Jahren, aber mit Huskies arbeite ich jetzt schon ja, über 7 Jahre zusammen. Gibt es was Besonderes, was man über Huskies erzählen muss? Was Besonderes? Ja, da gibt es sehr viel, aber ich fange mal jetzt mal so bei den wichtigsten Sachen an, das die meisten auch wissen. Das ist einfach, wie ihr es hier seht, die leben gern im Rudel, ja, deswegen haben viele, oder die Huskies haben mehrere. Sie sind sehr bewegungsfreudig und sehr, sehr stark und ja, brauchen dementsprechend viel Action und Bewegung. Das sind, sag ich mal, so die hauptwesentlichen Sachen. Und was man vielleicht noch wissen sollte oder muss, habt ihr ja selber gemerkt, sie sind alle sehr, sehr menschenfreundlich. Zumindest meine Hunde und werden gern geknuddelt und gestreichelt. Viele denken ja immer, dass Huskies ja viel Kälte brauchen. Ist das auch so? Ja, sie lieben die Kälte tatsächlich. Aber auch wenn es jetzt im Sommer warm ist, haben die Hunde keine Probleme damit. Ja. Also viele sind tatsächlich verwundert, wenn ich immer wieder meinen Gästen sage, schaut mal das Klima in Nordsibirien an. Da hat es im Sommer auch immer über 30 Grad. Von daher, Huskies sind sehr, sehr anpassungsfähig und kommen jetzt, also zumindest hier in Deutschland, mit den Sommern, wie sie bei uns sind, ohne Probleme zurecht. Ja. Wie viel kann denn ein Husky ziehen? So, jetzt, ja. Ja. Da klaut jemand Futter. Ja, die Hunde sind sehr, sehr stark. Also das darf man auch nicht unterschätzen. So ein Husky, ein trainierter Husky, kann das 7- bis 9-fache von seinem eigenen Körpergewicht ziehen. Wenn man das jetzt mal in Zugkraft umrechnet, bei so einem durchschnittlichen Gewicht von 23, 24 Kilo, kann das eine Zugkraft von bis zu 150 bis 200 Kilogramm entsprechen. Ja. Man sieht ja jetzt auch sehr gut, dass jeder irgendwie ein bisschen anders aussieht. Ja. Sind es verschiedene Rassen oder wie kann man das erklären? Es sind keine verschiedenen Rassen, es sind alles Huskies. Bei mir seht ihr immer so eine bunte Mischung an Huskies. Also alle Gäste, die zu mir kommen, sind erstmal ein bisschen verwundert, dass manche gar nicht aussehen wie ein typischer Husky, wo man sich vorstellt. Viele haben einfach diesen klassischen Siberian Huskies im Kopf. Meine sind Siberian Huskies dabei, sowie meine Mila. Oder der Wolfi, und auch viele gehen mehr so in die Richtung Alaskan Husky über. Also auch die kleinen Welpen würden die wenigstens oder kein Mensch würde darauf kommen, dass das ein Husky ist. Das sind sogenannte Alaskan Huskies. Wie der Name schon sagt, Ursprung ist tatsächlich Alaska. Und so sehen die tatsächlich auch unterschiedlich auch aus. Ja. Also vom langen Fell, kurzen Fell, Schlappohren, unterschiedlichen Färbungen. Aber das ist so das Merkmal eigentlich von so einem Husky, auch dann diese extreme Laufwille. Mhm. Genau, wenn man jetzt selber Lust hat, mal so ein Erlebnis zu erleben. Genau. Wo kann man sich denn bei dir melden? Genau, man kann einfach auf meine Webseite vorbeischauen. Das ist www.lauftmeinekleinenwölfe.de. Und da kann man sich einfach informieren, was ich so anbiete. Und dann entweder man schreibt mir über das Kontaktformular oder wenn man einen freien Termin sieht, kann man auch direkt über mein Buchungsformular buchen oder mich kurz anrufen. Und dann findet sich immer ein Termin, genau. Dann kann man hier draufstehen,
und steht im Prinzip wie auf dem Schlitten. Einzige Bedingung ist einfach, es muss kalt sein. Ja? Also viele haben keine Vorstellung, was kalt ist. Also ich trainiere mit meinen Hunden tatsächlich mittlerweile nur, wenn es wirklich unter 10 Grad hat. Ja. Genau, also das ist so ein kleiner Schlitten für drei. Man kann es auch mit zwei Hunden können den auch ziehen. Ja. Sie sind da stark genug. Er ist auch nicht zu schwer, der Wagen. Also er hat nur 40 Kilo. Und dann steht man drauf und kann halt auch wie beim Schlitten dies mitpedalieren. Und hat hier ganz normal, ja, wie so eine Art Fahrradlenker. Also damit ihr mal eine Vorstellung bekommt, was können 8 Hunde ziehen, ja. Wenn ich 8 Hunde dran gespannt habe, ist es für die Hunde kein Problem, bis zu 300 Kilo hinter sich herzuziehen. Vielleicht, ja, was kann ein Einzelner drin? Das wird er dann nachher merken, wenn wir machen dann die Wanderung, eine kleine. Wie stark ist so ein Husky, ja. Wissen wollt, wie schwer so ein Ding ist, dürft ihr gerne mal versuchen, das hochzuschieben, das Gefährt, ja. Das ist jetzt ein Wagen, der wiegt jetzt das Doppelte von dem, also 80 Kilo. Wenn jetzt welche bei mir mal so eine Mitfahrt buchen möchten, das heißt, sie möchten da mal mitfahren, dann kann man hier vorne Platz nehmen. Deswegen, wir schieben es jetzt mal raus. Da stellen wir mal das. Sagst aber Bescheid, ja, ich helfe dir ein bisschen. So. Also, dann zeige ich euch mal kurz, wenn man das Geschirr anlegt. Das, was ihr jetzt hier seht, sind klassische, ja, Schlittengeschirre, sogenannte X-Pack-Geschirre, die man ja auch noch ganz oft verwendet. Dann legt man den Hunden hier so an. Und dann war es das auch schon. Und das heißt, dann können die Hunde hier entweder am Schlitten an der Zugleine befestigt werden oder nachher an euch, an dem Bauchgurt oder Hüftgurt. So. Einfach mal kurz einmal einen Test, ob der Gurt richtig zu ist. Ich ziehe jetzt mal ganz leicht, dass ihr jetzt mal ein Gefühl bekommt, wie fühlt sich das an, wenn jetzt nachher gleich ein Schlittenhund dran zieht. Ja. Genau, und dann einfach schön mitlaufen. Ja. Und dann kann auch mal der Druck ein bisschen stärker, noch mal kurz zurück, ein paar Schritte. Das heißt, man kann auch wirklich mal so ein Zug kommen. Ja. Also das ist ungefähr mal, ihr werdet schon merken jetzt am Anfang, ihr müsst schon schön dagegen halten. Das heißt wirklich den Körper will ich arbeiten. Dann, wenn die Hunde laufen, ist die Leine gespannt. Ja? Die Hunde laufen nicht neben euch, so wie ihr von Gassi gehen könnt, sondern wirklich vor euch und ziehen euch sozusagen. Ihr lauft einfach mit und wenn es nachher das erste Stück bergab geht, einfach ein bisschen dagegen stemmen. Ja? Uiuiui! Ja. Und jetzt schön dagegen halten, genau. Hör mal. Wir langsam laufen. Wie, warum rutschst du nicht? Ich rutsch komplett. Also, ich fliege auf jeden Fall nach vorne. Ich fliege auf jeden Fall nach vorne, weil es ist so matschig. Schön langsam. Schön langsam, also jetzt wirklich schön, schön langsam laufen. Das ist und jetzt werden, also gerade bei so einem Wetter, die meisten Gäste, dass ich sage, okay, vielleicht, dass es nicht ganz so einfach wird, ja. So, okay, alles okay? Aber ihr habt noch Spaß, das ist schön.